Steinhaus. Steinhaus. Jawohl, servus und haben wir dir wieder mal aus dem Kronbelli. Jawohl! Also, heute sind wir bei einer neuen Mission unterwegs. Heute bin ich mit dem Johnny unterwegs und mit dem Rückübung. Ich glaube, das Spann habe ich euch noch nicht vorgestellt, oder? Habe ich einen Rückübung drauf. Schaut euch das super Wetter an. Erst einmal. Oder? Als allererst schaut euch das Wetter an. Wunderbar. Bacher hat es. Bacher sagen wir mir, wenn es gefroren hat. Nicht? Jawohl. Wunderbares Wetter. Na, schauen wir mal runter. Da haben wir ein paar Stempel umgeschnitten. Und da fahre ich jetzt das Zeug weg. Nicht? Mit dem Rückübung. Schaut euch das Gespann an. Ja, der zeigt schon. Der Johnny zeigt schon. 61,20 M. Der schnattert nicht so wie unser Vatikanesel. Der New Holland. Gell? Der New Holland schnattert schon gescheit, aber der Johnny, der geht schon. Gell? Jawohl, da oder? Haben wir ein bisschen was umgeschnitten. Und da muss ich jetzt das Zeug auflegen. Gipfelholz, Nest und so weiter. Seht ihr selber, gell? Da ein Anschnitt vom unten vom Stock weg. Da haben wir da noch ein bisschen was. Aber das zeige ich euch dann auch. Als erster würde ich sagen, legen wir ein bisschen was auf. Weil da müssen wir halt Vierte werden, ja? Also, Alter, auf die Maschine, ja? Zu. Klappe zu, aber da, das ist wieder ein bisschen leiser. Ja, da würde ich sagen, legen wir was auf. Gell. Aber vorne weg möchte ich mal an Lucasol Dankeschön sagen. Ja, die haben mir so eine Karten geschickt, weil ich ein Video gemacht habe über Zech. Ist ja selbstverständlich, nicht? Haben mir da so eine Karten geschickt. Und jetzt, weil es eben Winter ist, gell, die ist mords warm. Jetzt schauen wir mal, die werde ich jetzt ausprobieren, weil die ja so warm ist. Einen kleinen Testbericht angeben. Ist schon gescheit worden, du. Normalerweise ist mir zu warm. Aber trotzdem, vielen Dank, Lugosol, für die Kappen, dass man die geschickt hat. Freut mich sackrisch. Jawohl. Und jetzt reden wir nicht lange umeinander. Jetzt greifen wir an, jetzt legen wir auf. Also, starten wir.
So, jetzt haben wir hier beim Hackschnitzelhafen. Ui! So, holen wir das Zeug ein bisschen her. Da beim Hackschnitzelhafen, gell? Bärig aufgeladen, der Gipfel. Ja, da liegt schon ein bisschen was da.
sind wir wieder da, gell? Und Logo Sulkappen habe ich mittlerweile schon oben da. Wenn wir zu warm waren, ist ja direkt der Böshaum. Nein, nein, das ist nichts für mich da. Da kocht man der Schädel. Da brauche ich Luft im Schädel, weißt du schon. Was ich denken kann. Ja, mittlerweile sind ein paar Tage vergangen, gell? Ja, wir sind wieder fleißig in Holztrassen. Mondphase ist, wenn wir Mondholz anschneiden. Ja, Mondholz, weiß ich nicht, ob das der eine oder andere nicht weiß, weil das ist halt ein Holz, das was du anschneidest beim abnehmenden Mond. Das sind allebei so ungefähr 14 Tage, was du beim abnehmenden Mond Zeit hast, dass du das Holz anschneidest und das kannst du halt dann Mondholz nennen. Genau. Ja, genau, das sagen sie halt, dass das gegen Schimmeln und Pilz wenig anfällig ist. Und es ist einfach ruhiger, also das heißt, es verzickt sich nicht so stark, es geht nicht so stark, sagt man auch. Ja. Und wenn die Phase ist und es fällt gerade so ein von uns, dann nehmen wir Mondholz, dann schauen wir schon, dass das passt. Nicht? Und im Winter zuge, da passt es allebei gut, weil da ist halt gescheit Bacher. Halt. Also Bacher, sagen halt wir, ne? Für wenn es gefroren ist. Ne? Und dann passt das ganz schön rein. Ja, das ist jetzt am 19. Januar bis 31. Januar, genau, also Ende Januar, 14 Tage ungefähr, ist die Mondphase und da schneiden wir ein Mondholz. Genau, da sind wir jetzt munter unterwegs, momentan draußen in Holz und schneiden da allerhand Zeug aus. Ja, weil der eine oder andere, ich werde sich fragen, warum hat jetzt das Video angefangen mit einem Rückgewang fahren. Das passt doch nicht zusammen. Normalerweise schneidet man doch als allererstes um und fährt man dann mit dem Rückgewang raus. Ja, in der Theorie möchte ich es so sein, aber in der Praxis ist es leider anders, weil wir haben da relativ viel unterschiedliches Holz da. Wir haben Stallhänge, möchte ich bald sagen, 45 Grad ist da. Wir haben Stallhänge, dann haben wir Sumpfgebiet, Moorgebiet, alles Mögliche haben wir da. Da musst du schauen, bis du da reinkommst. Und das ist nicht einfach so, dass du jetzt sagst, jetzt schneiden die alles um und fahr dann alles außer miteinander. Nein, das geht nicht, weil du musst schauen, dass das Wetter passt, dass es gescheit durchgefroren ist, zum Beispiel hinten ins Sumpfgebiet, in Urspruch unten, wo wir jetzt momentan sind. Da ist total nass, da musst du minus 10 Grad haben, dass das gescheit durchgefroren ist, weil wenn du da voll auflegst mit dem Rückgewang, da schaut es schlecht aus, da kommst du nicht mehr rauf. Also von dem her musst du aber schauen, dass du es umschneidest, ein bisschen Wetterbericht, da schauen, ein bisschen Anzeichen, wie es Wetter wird. Und dann wieder raufhören und dann gleich rausfahren, das zeigt, dass es rassen ist. Und dann kannst du halt dann wieder, wenn du das rausgefahren hast, weitermachen. Ne? Musst halt so machen, das hilft nicht. Und darum ist das bei uns, wir versuchen schon, dass man das zusammenlegt, natürlich Rückgewogen fahren und einen Zug. Aber im Regelfall geht das nicht, sag ich mal. Bei den Sachen, was wir machen. Jawohl, ansonsten gibt es nichts mehr Neues. Der Wind ist da brutal. Das war's, Ben. Wie gesagt, wie alle mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch meine Videos gefallen, bewertet es positiv. Und abonniert den Kanal, das ist ganz wichtig, weil dann kriegt ihr automatisch die neuen Videos, die jetzt noch kommen, vorgeschlagen und jetzt nicht alle reinschauen, ob jetzt schon wieder ein neues Video drin ist und so weiter und so fort. Das ist total nervig und so eine gewandte Sache, wenn man das vorgeschlagen kriegt, oder? Jawohl, also abonnieren, treibt mich sackrisch und ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Und ich gehe jetzt einmal in Hochspannung runter, weil da denen jetzt so Profis ausschneiden, oder? Den wir jetzt ein paar Profis da Baum wegschneiden, vielleicht können wir noch was anschauen. In dem Sinne, macht es gut, bleibt gesund, bis demnächst, habe ich dir Servus.